schauen wir doch mal rein, welchen Irrsinn Robert Habeck gestern Abend in der Sendung von Sandra Maischberger erzählt hat. Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Und das, wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach 2 Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz. Ja, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Ja. Aber wie wollen Sie denn kein großes Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also ich meine, dem kann man ja nicht vertrauen. Ich muss sagen, als ich das gesehen habe, ich war einfach fassungslos. Also wir befinden uns in einer dramatischen Situation. Deutschland steuert wegen dieser explodierenden Energiepreise auf eine wirtschaftliche und soziale Katastrophe zu. Und wir haben im Wirtschaftsministerium jemanden sitzen, der offenbar elementare wirtschaftliche Zusammenhänge nicht kennt.